Und weiter geht's. Moin moin Leute mit Klicks Gaming und wir zocken weiter die nächste Folge. Der große Umzug geht weiter. Der Klicks, der bekommt mit, dass er überladen ist, genauso wie ich mitbekomme, dass ich wieder überladen bin. Wie es immer ist. Wie es immer ist. Guck mal, der Scheiß muss raus, der raus, das raus. Das raus, das raus, das raus, das raus, das raus, das, 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 das wieder rein. So, das da rein, das da rein. So. Jetzt kann ich hoffentlich noch die anderen Steinpfeiler mitnehmen. Kann ich das Bärmotor, kann ich dann bestimmt auch mitnehmen. Und dann haben wir eigentlich fast alles drüben, Klicki. Fast. Ja. So, kann ich mich jetzt noch bewegen? Wenn ich jetzt auf Blackie reite? Nein. Ich bin zu schwer. Das heißt, es muss wieder was raus. Also die anderen Steinpfeiler müssen raus. Hatte ich bei Blackie schon Lampen drin? Ich weiß nicht. Hier sind... Ne, hier sind noch drei drin, aber... Ansonsten kann ich die auch mitnehmen. Bei Blackie? Ja, warte, ich guck mal bei Blackie. Wir brauchen eben ein paar mehr Lampen. Ne, ich hab zwei drin, das reicht. Ja, ich habe jetzt die anderen drei auch nochmal eingesteckt. Brauchst du noch Steckdosen? Da hab ich drei. Gut. Ein Kabel hast du auch genug. Ja. Sollte hey, reichen. Wir sind ja nur noch. Ja, hier ist ja nochmal alles von jedem drin. Gut, dann können wir. Meiner Meinung nach können wir dann wieder los. Moment. Okay, ich bin ziemlich lahmarschig. Ich werde mal gucken, wie lange ich brauche. Wenn man mit einem höheren Gewicht fliegt, dann. Hoffe ich mal, kriegt er auch ein bisschen mehr Erfahrung. Bezweifle ich. Ja, ich glaube auch. Wie lahmarschig bist du denn? Ziemlich. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, ich weiß. Ich sehe dich. Oh Gott, ich bin noch lahmarschiger. Ja? Ich muss irgendwas hier lassen. Das ist mir zu doof. Aber das Gute ist, ich verbrauche keine Ausdauer. Ja. Da brauchst du ja Ewigkeiten. Ich glaube, ich kann in einem Rutsch durchfliegen bis zum Berg. In dem Tempo. Ohne Zwischenlandung. Dauert zwar ein bisschen länger und ich kann mir mit den Zuschauern mal... Haben wir jetzt... Ja, Aufnahme haben wir schon wieder gestartet, ne? Ja. Ja, dann. Okay, bis 3:35, Biggie. Was? War das was gerade für mich? Ja. Na, 3:35 von der Skype-Anzeige. Aber die hast du ja gar nicht, ne? Nö. Ja, Leute, wir sind schon drei Stunden mal wieder am Ark zocken. Ich hab's gleich geschafft, ich bin gleich am roten Turm. Wo bist du? Gleich in der Wüste. Was? Nein, ich bin jetzt. Siehst du das gelbe Licht? Ja. Da bin ich jetzt gleich. Da bin ich auch. Ich flieg auf den Dingsbums zu. Sag mal, wird der langsamer hier oder wird. Der war eben gerade noch nicht so langsam. Ach, ich hätte mir mal... Sieben Fleisch habe ich noch. Ach, hast du jetzt... Ja, holst du unterwegs Fleisch? Ja. Oder meinst du jetzt hier gebratenes? Gebratenes. Du, ich habe noch einen ganzen Stack im Inventar. Gut. Ich habe nicht mal wieder vergessen, was einzusammeln.
Der verdirbt war jetzt vielleicht auf dem Weg dahin, aber ich denke mal, da bleibt noch ein bisschen was übrig, wenn ich da bin. Ich sag mal so, 20 werden sicherlich übrig bleiben. Vielleicht hättest du was auspacken sollen, ich kann ihn noch nicht mal mehr sehen. Ich bin gerade auf dem... Ach, da oben bist du. Ich bin gerade... Links von mir ist der rote Turm. Ich bin gerade auf dem Weg rechts von dieser Bergspitze. Also von diesem Zwillingsberg, nenne ich ihn mal. Hm. Den Mopsberg. So, zwei Möpse. Mir fehlen nur noch 20 Meter und ich stürze gleich ab. Okay. Was ist das? Ein Agatharis. Das wäre nicht von Vorteil. Haben wir jetzt eigentlich alles mit für die Falle? Ja. Ja. Dächer und den ganzen Scheiß alles mit? Ja. Weil ich habe das Bärmotor, glaube ich, im Inventar. Mhm. Ist das dein Ernst? Was denn? Dann jetzt bloß nicht, du bist in Schwierigkeiten. Ein bisschen. Aber du kommst damit klar. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet, die Scheiße zu tragen. Und das Material zu besorgen. Du sollst doch nicht in einer unsicheren Gegend landen. Ich musste landen. Ja, denn... Denn nicht immer kurz vorher landen. Ich konnte vorher nicht landen. Klar. Nein. Klar. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Du hättest einfach bloß runtergehen müssen. Black. Das hätte noch länger gedauert als bis zu dem Felsen, bis ich ganz unten angekommen wäre. Aber du bist wieder safe, ja? Jo. Das war nur ein Agentavis auf 11. Ach so. Ich könnte gleich von einem Agentavis angegriffen werden. Aber ich habe noch keine Melodie. Eine Angriffsmelodie. So, ein Drittel von meiner Ausdauer ist jetzt weg. Ich glaube die Hälfte. Ich bin jetzt kurz vor der Wüste. Na, ich bin ja mal gespannt, ob mich irgendwie ein Drache erspäht und dann angreift. Ja, dann fliegt nicht über den über die Schlucht. Ja, dann muss ich ja einen Umweg machen und über die Dessons, über die Brücke. Du hast ja die Generatoren aus. Was? Du hast ja die Generatoren ausgemacht, ne? Ja, die sind aus. Gibt wahrscheinlich gleich ein Gewitter. Mhm. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo es am besten ist, in der Wüste da irgendwie so eine Turbine hinzustellen und dann... Mhm. Wenn da irgendwo 90% sind, dann stellen wir die da einfach hin, in der Hoffnung, dass sie dann funktioniert. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich habe bei Koya habe ich gesehen, dass er eine Turbine in der Wüste hingestellt hat. Die auch funktioniert hat. Zumindest hat er seinen Kühlschrank und so damit betrieben. Hm. Ja, schöne Grüße an Koya, falls du mal irgendwann dieses Video sehen solltest. Auch schöne Grüße an das Zoss-Team. Und schöne Grüße an Gronk. Und wen sollen wir noch alles aufzählen? Schöne Grüße an Nieps. Schöne Grüße an meine Mutti, Spielbär. Schöne Grüße an Tuto. Schöne Grüße an Kies. Schöne Grüße an Klicks Gaming. Hast du es denn jetzt? Schöne Grüße. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen.
hab hier irgendwie, bin ich mir nicht sicher, ob das da unten ein Alpha-Drache ist. Will ich das wissen? Ja, ja. Oh. Wo bist du denn jetzt? Nee. Ich bin hier an der ersten Bergkuppe. Bisschen weiter unterhalb. Ich werde hier erstmal zwischenlanden. Hier unten ist ein Tabajara. So. Und weiter geht's. Mit dem Schleichflug. Wenn ich mich nicht irre, bin ich gleich da. Ja, diese Brücke, die über den Graben geht und dann dahinter. Durch. Ja, da sind mehrere Brücken. Aber ich glaube, ich bin richtig. Ja. Müssen wir dieses Haus auch noch umzäunen, oder? Nicht mit einer Riesenmauer. Nö, weil eigentlich... Nö, brauchen wir auch nicht. Nö. Ich bin gerade an diesem weißen, bunten Licht hier hinter dem Felsen. Also wenn du magst, könntest du mir auch nochmal wieder entgegenkommen und mir vielleicht was abnehmen, dann bin ich auch schneller. Ich muss mir gerade erstmal mich entladen. Ja, mach mal. Besser gesagt, mir den Vogel entladen. Ja, du kannst ja jetzt auch... Jetzt noch können wir ja im Haus landen. Wer hat denn den Phönix umgestellt? Welchen Phönix? Blacky. Wie umgestellt? Auf greife Ziel an. Okay. Ich nicht. Ja, ich glaube, wenn die Folge vorbei ist, bin ich dann auch endlich mal da. Tja. Das kann sich ja nur noch um Minuten handeln. Zumindest bin ich fast in der Nähe vom Graben. Ich sehe ihn noch nicht, aber ich rieche ihn schon. So, Popo ist schon voll am Schwitzen, ich sehe es an seinen glänzenden Flügeln. Ups. Sagten eigentlich die Uhrzeit? Die richtige. Die richtige? Ja, unsere. 3. Ja, dann ist nach... Naja, vielleicht eine Folge... Nee. Nach dieser Folge ist dann auch erstmal Feierabend. Ich muss nochmal los. Gut, ich muss auch noch Rainbow Super gucken. Also sprich, wenn wir die Desmond Star jetzt, also wir können ja jetzt noch ein bisschen bauen und so, ne? Und den uns, weil ich wollte noch in den Garten und den nochmal zu meiner Mutti. Dann können wir ja meinetwegen, wenn ich dann wieder zurück bin, nochmal so 2, 3 Folgen aufnehmen oder so. Ja, mal gucken. Eine Base fertig bauen und, weiß nicht, und vielleicht schon mal uns mit dem ersten Wyvern anlegen. Würde ich sagen. Weißt du, was ich vergessen habe? Na?
Egal, ich mach fix eine Holztreppe. Du hast eine Leiter vergessen, oder? Nee, eine Treppe. Leitern habe ich mit. Achso, weil du gesagt hast, weil du ja eine Falltür dabei hast, deswegen. Ja, fürs Dach nachher. Achso, du wolltest ja noch einen zweiten Stockwerk bauen, ja. Richtig. Ja, ich bin jetzt an dieser Brücke. Bin ich jetzt. Die hier über den Graben geht. Alter! Hast du die Räucherkammern eigentlich schon gesetzt? Nein. Was willst du, du Geier? Alter, komm her. Komm runter. Na los, komm. Na komm. Komm her. Komm her. Mir ist heiß. Da, hast du da vorn? Fällt dir ein? Frechheit. Ich überquere gerade die Brücke. Na, ich war gerade auf dem Weg, aber da kam ein Geier angeflogen. Oh, jetzt bin ich auch gleich. In 2 Minuten bin ich auch an der Base. Okay, dann drehe ich wieder um. Wenn du meine Hilfe nicht willst. Ich bin gleich da, ist ja nicht das. Das ist ja. Alles gut, ich sehe die Hütte ja schon. Das denn? Hm. Jetzt wird's dunkel. Ich bin überladen. Oder ist schon wieder Tag angesagt? Nee, es wird, glaube ich, dunkel. Ja, nee, es ist Tag. Es ist 12 Uhr gerade. Okay. Denn es hier Gewitterwolken oder was? Kann deswegen sein, dass es so dunkel ist. Da bin ich. Ja, da sind auch noch mal wieder zwei so, da sind noch mal wieder ganz schön viele von diesen scheiß Tausendfüßlern in der Nähe, ne? Von der Base. Wenn du jetzt vom Brunnen ausschaust, links und rechts von der Hütte. Mhm. Wow, ich sehe da neue Wände. Moin, da bin ich. Wuhu. So, das und das. Und jetzt rein damit in den Schrank. Das da rein, das, 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 das. Gut. Mach die Tür zu. Geht doch. Nein, was mach ich denn? Gut. Er hat nichts mehr drin. Flicky? Ja. Hier. Nimm dir mal raus. Das Popo. Moment. Ich muss erstmal gewichtlos werden. Das gebratene Fleisch. 26 Stück noch. Aber ich wollte gerade sagen, mach die Wände nicht zu doll, ne? Also die Dächer meine ich, nicht, dass wir nachher mit den Vögeln hier nicht mehr rauskommen. Ich wollte eigentlich gerade nur gewichtlos werden, aber das reicht nicht. Ich pack mal schon mal Popo um. Dann kannst du nämlich gleich weiter Dächer bauen. Ich gehe dann schon mal wieder 1000 Füßler killen. Ziemlich heiß in der Wüste. Ehrlich?
Oh, ich bin gleich tot. Aber wir haben ja ein Bett hier, ne? Dann kann ich ja hier spawnen. Ja. Wieso bist du denn gleich tot? Weil ich mit den Dinos gekämpft habe und also mit den Tausendfüßern. Und weil ich eine Flamme habe. Ah. Eine große. Und ich bleib jetzt einfach mal hier draußen vor der Tür stehen und dann weiß ich ja, wo ich geblieben bin. Und mein scheiß Schwert ist schon wieder fast kaputt. Keine Ahnung warum. Und dennoch das Gute. Ja. Ich habe schon gebrochenen Knochen. Ist es drinne kälter? Gleich ja. Gleich ja. Nein! Das ist falsch. Wir werden von was angegriffen. Ich höre es. Rechts an der Hütte. Dach ist jetzt fertig. Ich kann mich aber mit der Titanbohr jetzt nicht anlegen. Ich bin eh gleich tot. Ich mach das. Wo sie denn? Da rechts von der Hütte. Irgendwo. Oder jetzt hinter der Hütte. Auf der anderen Seite. Irgendwo ist sie umhergekrochen da. Hat unsere Hütte angegriffen. Hey. 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 Au. Ah. Der hat mich. 7. Auf dem Dach getroffen. Okay. Und der greift. Hat den Vogel angegriffen. Also parkt den Vogel nicht so dicht am Rand. Solange ja. Das zweite Stockwerk hast nicht. Hast du ihn mal umgeparkt, bitte? Er hat mich runter, oder das Viech hat mich runtergeschmissen. So. Kashi wurde getötet. Ja, ich bin tot. Wieso bist du denn nicht reingegangen? Ja, weil ich gedacht habe, du bist noch nicht fertig. Doch, ich hab doch gesagt, es ist fertig. So. Hier drin ist nicht heiß. Bett. Spawn. Ja, ich hole mir jetzt wieder meinen Vogel und mein Inventar. Am Brunnen ist auch eine Titanbohr. Was? Am Brunnen da hinten. Ja. So. Inventar. Reinlassen. Da sind zwei Titanbohrs. Tot. Hinten am Brunnen? Ja, zwei Stück. Eine habe ich schon getötet. Eine Albino-Schlange. Zweite ist auch tot. Komm mal rein in die Hütte hier. Wenn du sagst, hier ist es kühler. Komm mal rein in die gute Stube. So. Jo, die Flamme ist endlich weg. Weißt du, woran wir jetzt nicht gedacht haben? Na? Haben wir eigentlich Benzin mitgenommen? Ja. Haben wir? Ja. Yeah. So, ich habe mal jedem von unseren Tieren was Gutes gegeben, ne? So, haben wir hier irgendwo einen Schrank, wo ich mal hier Fleisch reinschmeißen kann? Such dir einen aus. Ich schnapp mir den ganz rechten. Warum? Hä? Warum? Keine Ahnung, weil warum? Der leer ist. Warum den ganz rechten? Weiß ich nicht, weil der leer ist. Achso. Kashi, vielleicht solltest du deine andere Dingens anziehen oder kühlt die Rüstung auch? Die hat
Überhitzungsisolierung minus 25,8 oder so. Und der Rest? Was? Und der Rest? Die Wüstenrüstung? Haltbarkeit, nee. Unterkühlungsisolierung 26,5. Ja, und das war's. Und deine hat minus. Rechtsklick für weitere Informationen? Nö. Und meine andere hat Hitzeisolierung. Ne, die hat gar keine Hitze. Und doch, Überhitzungsisolierung hat er 25. Hm. Und zieh ich einfach mal die Wüstenrüstung wieder an, ne? Deswegen. Die normale. Ich hab die SWAT-Rüstung jetzt mit bei dem Baumaterial mit reingeschmissen. So, was sind das hier für eine Tasche? Von der Schlange, glaube ich. Titanbohrer, ja. Ups. Was hatten die alle drin? Müll. Nichts Wichtiges. So, darf ich. Ich fange dann schon mal an, meine Falle zu bauen, ne? Jo. Oh, wir haben schon wieder überzogen. Haben wir? Ja. Lass mich wenigstens noch die Fenster fertig machen. Na denn. Dann fange ich nämlich mit der Falle in der nächsten Runde an. Wenn wir wieder aufnehmen. Die Leute sollen ja hier nichts verpassen. Nicht mehr, sagst du. Naja, nicht wirklich. Gut. Dann sind wir fertig, oder was? Fürs Erste, ja. Jo. Dann haut rein, Leute. Und bis zur nächsten Folge. Nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.